Moin moin liebe YouTube-Süchtigen, moin moin Udo vom Kanal Pencils and Knives. Ja Udo, das ist mal eine kleine Videoantwort, eine kleine VA für deine 222 Giveaway-Aktion. Ich erzähle erstmal so ein bisschen was, also ich finde deinen Kanal echt super, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ich sehr interessant finde bei dir sind so, oder wo ich so auf deinen Kanal gekommen bin und was ich interessant fand, das sind eben die Arbeiten mit deinem Laser, wie du die Victorinox gelasert hast und Namen draufgeschrieben hast und so. Tja, finde ich echt super sowas. Und auch ja allgemein irgendwie, also du bist mir sympathisch und tja, darum habe ich mir gedacht, ich mache dir einfach eine Videoantwort, auch wenn ich nicht allzu viel Ausrüstungsgegenstände selber gemacht habe. Früher gut, wo ich angefangen bin mit der ganzen Materie und auch nicht so viel Geld investieren wollte, da habe ich natürlich Dosen genommen und habe mir da Brenner rausgemacht oder auch Spiritusbrenner aus Bierdosen zum Beispiel, wie die aussehen und so, das weißt du ja. Aber das habe ich irgendwann in die Ecke geschmissen, weil das war irgendwo alles nur halber Kram im Prinzip. Dauernd kaputt und verbeult und verrostet und da habe ich es dann irgendwann aufgegeben und habe mich dann so ein bisschen auf gekaufte Sachen konzentriert. Und deswegen habe ich dann mehr so Ausrüstungsgegenstände, wie jetzt zum Beispiel der Solostove, die ich dann ein bisschen modifiziere, wo ich dann hier ein Gitter drüber gemacht habe, damit das einen stabilen Halt hat und so weiter. Oder auch wieder bei der Bushbox zum Beispiel so ein Gitter und sowas, das mache ich dann wohl, also Gegenstände modifizieren. Oder zum Beispiel mein Outdoor-Küchenmesser, ja, da habe ich es mal probiert, mit einem Opinel ein bisschen zu pimpen. Es soll dahingestellt sein, ob es gut ist oder nicht gut ist. War der erste Test so. Sowas zum Beispiel. Was ich natürlich für Ausrüstung, wenn man das Ausrüstung nennen kann, selber mache, das sind meine Lederriemen zum Messerschärfen. Und die mache ich selber. Und was ich sehr viel mache, das sind Paracord-Arbeiten. Oder was ich auch mal gerne mache. Dazu habe ich mir selber so ein Rack gebaut, einfach aus ein paar Latten. Übrigens dieselben Latten, wo ich hier die Lederriemen rausgemacht habe. Und das habe ich mir dann so gebaut, dass ich das hier verstellen kann, um eben auch die Längen genau zu kriegen. Ja, ist einfach simpel gemacht, ne? Da zwei Latten, damit es ein bisschen höher steht und die Schraube nicht auf den Tisch kommt. Und hier einfach verstellbar durch die Flügelschraube. Ist einfach ganz simpel gemacht. Tut seinen Zweck. Ist in 10 Minuten gebaut. Ist gar kein Problem. Ja, und Paracord-Arbeiten. Kennst du ja vielleicht meine Uhr. Dann so andere Armbänder. Alle möglichen Sorten an Armbändern, auch wo mal mit solchen Verschlüssen oder ja, eben alles mögliche an Armbändern. Hier habe ich noch eine Hundeleine, die habe ich für einen Kollegen gebaut letztens und da sitzt man allerdings einen guten Tag bei am Knüpfen. Das sind über 30 Meter Paracord, die man dafür braucht, also das ist schon ein bisschen aufwendiger. Ja, Lanyards, ganz klar, solche Lanyards und so weiter, mache ich aber für mich selber eigentlich nicht mehr so viel. Oder so eine Mumie zum Beispiel. Oder was ich auch mal gemacht habe, einen Feuerstahl gekauft und mir da im Prinzip einen Paracord-Griff dran gemacht, weil ich nicht so einen klobigen Holzgriff haben wollte, habe ich das mal so probiert und funktioniert gut. Ja, mein Outdoor-Feuerzeug. Ja, so solche Sachen mache ich und den Tisch zum Beispiel habe ich ja schon mal gezeigt, wo ich hier dran filme. Das ist ein stinknormaler Gartentisch, wo ich dann so einen billigen für 5 Euro,
wo ich dann einfach so ein paar Holzbretter drauf gemacht habe und lackiert habe mit einem Ständer für die Kamera, dass ich also nur die Kamera anschrauben muss und fertig ist. Ja, solche Sachen mache ich wohl und ja, alles so, was mal eben schnell zu machen ist, was nicht unbedingt gekauft sein muss und nur an Ausrüstungsgegenständen, so Messer bauen und so weiter, wollte ich ja gerne. Ich habe auch das Wissen wohl dazu, nur ich habe das Material nicht, also die Werkzeuge, die ich dazu brauche, die habe ich einfach nicht und vor allen Dingen auch die Zeit nicht. Ansonsten hätte ich das schon lange in Angriff genommen. Aber es kommt noch, garantiert irgendwann. Ja, und in der Zeit beschränke ich mich dann hier so ein bisschen auf Paracord und so mal abends zum Entspannen ein bisschen knüpfen. Das mache ich eben sehr gerne. Tja, und ja, in dem Sinne, ich würde sagen, das war's dann mal wieder. Ich hoffe, dir hat die Videoantwort ein bisschen gefallen. Und ja, mach weiter so. Ich wünsche dir noch viele, viele, viele tausend Abonnenten. Und wie gesagt, du hast es dir da echt verdient. Und ja, ich wünsche es dir einfach. Weil dein Kanal ist gar nicht, ist nicht schlecht und deine Themen ist auch wunderbar. Vielleicht fehlt es nur ein bisschen an Bekanntheit. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, Udo, mach's gut. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Deiner Zita. Ciao.